Aber wir sind noch nicht im neuen Kapitel. Also, wenn wir mal schauen, wo sind wir hier? Also, ja, ich könnte ja mal da oben zum Safe House gehen. Ich gehe jetzt genau dahin wieder zurück, wo ich eben war. Ich hoffe, ich komme da irgendwie durch. Ich hoffe, ich habe noch genügend Muni, um das Safe House zu holen. So, Kuasi ist tot. Ich mochte den noch nie. Also mir war eigentlich der Leon Gakumba von der UFLL um einiges sympathischer. Mir war eigentlich überhaupt die UFLL sehr viel sympathischer, wenn man überhaupt von Sympathie reden kann. Beides kacken Söldnerbanden. Ich kann Söldner nicht ausstehen. Ja, was erwartest du von einem bekannten Anarchisten? Genauso ist mir Militär zuwider. Hab da neulich gerade irgendwie so eine Fernsehdokumentation auf YouTube gesehen. Hier, ich müsste dich rum. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Ja, da wahrscheinlich. Wo ein, ein Reaction-Video, wo ein fetter, kreidebleicher Typ, also wirklich so ein richtiges Weißbrot, erzählt, wie geil es beim Militär war und reacted auf solche Sachen wie Full Metal Jacket, so der Gunnery Sergeant Hartman, ne, und so, ne. Und der fand das so geil und meinte so, ja, genauso sind Männer und so, ne, und er fand das total klasse. Tschüss. Ich weiß nicht, wie man darauf stolz sein kann, sich schinden zu lassen. Ne? Was ist daran so geil? Nee. Und für absoluten Dreck zu töten. Ne? Also damit ich jemanden umbringe, da muss ich aber schon was von haben. Ne? Insofern wäre ich dann doch eher ein Söldner. Ich habe ihn gesehen. Ich renne da einfach mal. Halt. Also dieses zurückschnappende Mausrad macht mich wahnsinnig. Ich muss mir bald mal eine neue Maus zulegen. Aber zwischendurch ging die. Unterschlupf freigeschaltet. Na geil. So. Ach, Flora, wir werden sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Sie ist jetzt wahrscheinlich umgebracht worden von diesen Schweinen. So, da. So, wir sind voll, ne? Ja, okay. Okay, was habe ich noch vor? Ich hatte noch ein Safe House gesehen, das da oben, das würde ich mir noch so gerne holen. Wisst ihr noch das Safe House mitten im See? Das war mal geil. Wie lange ist das schon wieder her? 12 Diamanten haben wir schon wieder. Na geil. So, wir holen uns das andere Safe House auch noch. Ich will hier wirklich 100% Safe Houses machen. So viel ich gehört habe, gibt es dafür auch irgendeine Belohnung. Oder war das jetzt in einem anderen Spiel? Keine Ahnung. Ich stehe übrigens komplett unter Stress, weil... warte mal. Ich sehe da gerade was. Ist da drüben auch noch Sprengstoff? Nee, das habe ich jetzt falsch gesehen. Ist das da unten? Gibt es hier einen Diamanten vielleicht in der Gegend? Ja! Haha. Ich bin ja mal gespannt, wie viel von den Diamanten wir dann am Ende finden. Ist das hier oben? Ne, noch ein Stück höher. Das ist so blöd, mit dieser Karte vor dem Gesicht rumzulaufen. Hier, wahrscheinlich hier hinter. Ah, guck mal da. Ah. Und ich weiß, das sieht manchmal so aus, als wüsste ich schon, wo die Diamanten sind. Ist mir auch schon aufgefallen. 56 von 221 Diamantenkoffern. Wir werden niemals alle finden. Trotzdem werde ich mich bemühen, so viele wie möglich zu finden. Und mein lieber Zuschauer, ne? Mein lieber Zuschauer und auch meine liebe Zuschauerin und mein liebes Zuschauer, wenn du der Meinung bist oder wenn du sagst, du hast viel mehr gefunden als ich. Oh, fuck.
glaube, ich habe soeben gerade diesen Wagen geschrottet. Komme ich hier wieder raus? Scheiße, ich habe den geschrottet. Alles klar, dann geht's zu Fuß weiter. Ja, blöd, es muss laufen. Nee, wenn du meinst, du hast mehr Diamanten gefunden, dann bitte ich dich, das doch bitte per Spielstand irgendwie zu beweisen. Ja, es gibt so viele Vögel, die erzählen, sie hätten irgendwelche Spiele 100% durchgespielt, mehrfach. Wie sagt man so schön, Talk is cheap. Also, reden ist ein Schaf. Nein, sagt man natürlich nicht so. Ja, jetzt müssen wir hier mit Malaria wieder durch die Umgebung rennen. Oh, schon 48 Minuten. Wir müssen jetzt da durch den Teich durch. Ich möchte nicht unten am Wachposten vorbei, weil wir den... Habe ich ja eigentlich schon alle freigeschaltet? Kleinen Augenblick. Sind hier noch... nee, hier sind alle Wachposten... ja, alle Wachposten sind hier gecleared. Das finde ich gut. Das ist gerecht. Nee, also dass man alle Diamanten findet in diesem Spiel hier, halte ich auch für illusorisch. Ich werde mich trotzdem bemühen, so viele wie möglich zu finden. Und die Safe Houses und die Wachposten möchte ich gerne alle ausspionieren. Das ist möglich. Warte mal. Ja, dafür ist nicht so viel Munition verfügbar. Ich frage mich, warum ich noch keine solchen Munitionskisten oder Munitionsdepot in den Depots in den Safe Houses habe. So, da habe ich eben gesehen, dass da draußen ein Bootchen rumfährt. Das hatten wir ja auch letztes Mal, dass das da rumgeeiert ist. Und dieses Mal möchte ich es möglichst entmannen, wollte ich gerade sagen. Ja, wenn man ein Boot bemannen kann, indem man es da... Guck mal, wer da ist. Ja. Und die fahren viel zu schnell. Insofern wird es schwer werden, den auf den Pelz zu rücken. So, der ist schon mal weg. Scheiße. Ja, guck mal, den kannst du nicht treffen. Auf diesem Scheißboot. Jetzt aber. So, ich hoffe, das Boot ist noch einigermaßen brauchbar. Dann würde ich jetzt nämlich vorschlagen... Oh, halt! Boah, ich habe mich soeben gerade von dem Boot überfahren lassen. Ja, super. Warum kann ich mich nicht heilen? Weiß ich nicht. Jetzt kann ich das Boot nicht berühren. Uhu. Warte mal, machen wir das so. Ui, und los geht's. Ja, ich hoffe, die Aufnahmesitzung heute wird was. Ich bin ein klein wenig unter Druck, wollte ich vorhin gerade sagen, weil es ist nicht nur, dass ich dringend Material für Far Cry brauche, sondern auch das Let's Play von Drakensang am Fluss der Zeit ist ja zu Ende, was wahrscheinlich die wenigsten von euch hier geguckt haben, ne? Ist irgendwie ganz anderes Genre. Ah ja, das ist unbemannt, dieses Boot. Nee, und jetzt kommt der als Ersatz für Drakensang am Fluss der Zeit, kommt der jetzt Gothic 1. Und da muss ich morgen bereits wieder für aufnehmen. Also damit, damit hier keine Ausfälle kommen. Also insofern... und ich habe mich heute eigentlich eher dazu gezwungen, hier die Aufnahme zu machen, weil ich habe reichlich zu tun. Und letzte Nacht habe ich durchgemacht, weil ich an honk.de unbedingt noch die Projektliste fertig schrauben wollte. Da war... Es ist einiges notwendig gewesen, damit ich honk.de anfangen konnte, weil an meinen Lieblings-Frameworks CodeIgniter und Bootstrap, die Fachleute werden wissen, was ich meine, hat sich einiges geändert in den letzten Jahren. Naja, 2-3 Jahre. Auf jeden Fall sind neue Versionen rausgekommen. Bei CodeIgniter habe ich das letzte Mal mit der Version 3 gearbeitet und jetzt gibt es die Version 4. Da hat sich einiges geändert.
Sitzt da einer? Ist da einer? Hm. Eigentlich müsste jetzt hier gleich das Safehouse sein. Und ich möchte da nicht einfach reinrennen. Ja, und wenn wir mit diesem Safehouse fertig sind, da wird dann wahrscheinlich auch ein Auto sein, dann fahren wir nach Süden. Denke ich mal, dass das sein muss, dass ich nach Süden fahre. Ach, Safehouse da. Alter, nein! Wie kann man nur so daneben schießen? Kombinato! Was? Was? He's got to see? You got to see the light, my friend. So, jetzt. So, ist das Safehouse jetzt freigeschaltet oder was? Oder muss ich hier noch Green Platt machen? So, hier gibt es schon mal Muni. Danke. Ah! Oh, fuck! Ah, das ist irgendwie wieder so ein kleiner Scheißer, der hier halb tot ist. Ich sage, ich garantiere dir das. Aha. Wo ist der? Ah, fuck, der macht mir noch kalt. Wow! Hui! Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell, ehe der kleine Scheißer sich da irgendwie aufquält. Der liegt hier irgendwo auf der Lauer, der Vogel. Weißt du was? Ich schnapp mir mal den Wagen und fahre mal ein bisschen durch die Gegend. Einfach so. Denn ich weiß, wenn ich weit genug wegfahre, dann resettet es wieder. Da ist der Waffenshop. Wir fahren einmal kurz zum Waffenshop, würde ich sagen. Dann hat das Ganze auch irgendwie einen Sinn. Und dann fahren wir wieder zurück zum Safe House und machen da Armageddon. Alter Schwede. Wie das nervt, wenn solche Kackstelzen sich da so festsitzen, weißt du?
So, aber wir haben eh Probleme mit Muni. Und es könnte auch sein, dass wir unter Umständen Ladehemmung kriegen. Hä? Hä? Ja, aber auf jeden Fall brauchen wir die Muni. Ja, 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 ja. Das sehe ich einfach mal so. Dann holen wir uns nochmal die hier. Könnten natürlich auch ordentlich mit dem Granatwerfer reinholzen, ne? Wollen wir mal? Komm, holzen wir mal mit dem Granatwerfer in die Kiste rein. So. Wir sind wieder frisch ausgestattet und fahren jetzt zurück zum Safehouse. Einfach die gleiche Strecke lang. Immer schön die Bahn entlang. Und dann hoffen wir mal, dass der Laden da wieder resettet ist. Nee, ich will das einfach möglichst 100% haben. Und also zumindest die Safe Houses und die Wachposten, das können wir machen. Das sollten wir machen. Das wird gemacht. Ah, wie weit sind wir? Entschuldigung, wenn ich immer auf die Karte gucke. Aber, ja, lieber vorsichtig sein. Ne, mit den Diamanten sehe ich nicht kommen, so Schakalbänder weiß ich auch nicht. Das ist halt immer so, da müsstest du hier wirklich jeden Millimeter der Karte abfahren. Und mir fällt es schwer zu glauben, dass Leute das 100% machen. Guck mal. Sie sind wieder resettet. Aber der ist schon mal platt. Komm raus da! So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder irgendwie einen Halt. Schon wieder irgendwie einen Halt erwischt habe. Wechsle Position! Nö, tue ich nicht. Ach, guck mal. Ich sagte doch gerade halb erwischt. Das war ein bisschen nah ran. Oh. Auf wen schießt du denn, Vogel? Unterschub freigeschaltet. Nein, endlich. Wollte ich aber auch mal gemeint haben. Alter Schwede. Ja. So. Und dann können wir nämlich auch endlich weitermachen mit den anderen Schönigkeiten. Okay. Krieg ich Aggression von, ey. Frage ist ja jetzt, ist es jetzt Tag oder Nacht? Weiß ich doch nicht. Ja. So. Ah ja, wir müssen ja auch noch einen größeren Medizinkoffer. Eine Steigerung gibt es da, soweit ich mich erinnere, auch noch. Dass man also noch eine Spritze mitnehmen kann. Momentan können wir ja, können wir mal sehen, momentan haben wir 6. Ja, 6 haben ist immer gut. Es sei denn im Vogelhäuschen. Wenn man 6 hat im Vogelhäuschen, jetzt haben sie nur noch 5. Seid mal gegrüßt, Vogelhäuschen, ihr Vögel. Ja. Und ihr seht, ich bin stur. So. Sturheit ist mein zweiter, mein 100.000ster Vorname. Neben Übertreibung, Untertreibung. Und vielen anderen Vornamen, die ich habe. Und ihr glaubt erstmal gar nicht, wie viele Nachnamen ich noch habe. So, meine Lieben. Wir fahren vorne zum Waffenhäuschen hier. Und da mache ich kurz einen Stopp. Geh da rein. Ja, wir können uns tatsächlich nochmal mit Muni versehen, falls das nötig sein sollte. Wird's wahrscheinlich nicht. Nö, nö, nö. Doch. Na sowas. Ich sag mal hier aus dem Häuschen, weil es hier drin sicher ist, sage ich ganz einfach mal ciao mit K wie Knarre. Bis übermorgen. Und dann in übermorgen gehen wir dann mal, glaube ich, auf die neue Karte. Wenn mein Spoiler-Mensch da nicht gesponnen hat, dann weiß ich nicht. Wir werden sehen. Bis dann, gehabt euch wohl.